Erschöpfung, Atemschwäche, Kopfschmerzen und Übelkeit. Das sind nur einige der Symptome, an denen Menschen mit Long- und Post-Covid oder mit dem sogenannten Post-Vax-Syndrom leiden. Und zwar oft noch Monate nach einer Corona-Infektion oder der Impfung. Allein in Deutschland ist insgesamt von mehr als 1 Million Betroffener die Rede, darunter auch Tausende, bei denen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung Nebenwirkungen aufgetreten sind. Trotzdem gibt es speziell hier immer nur noch wenige Anlaufstellen, an die sich Betroffene wenden können. Etwa die Berliner Charité oder auch die Marburger Uniklinik, wo auch unser heutiger Gesprächsgast arbeitet. Und wir sprechen mit Bernhard Schiefer. Er ist Professor für Kardiologie und Leiter der Post-Vac-Ambulanz in Marburg. Herzlich willkommen. Herr Schiefer, man hat oft den Eindruck, die Menschen sind natürlich müde und keiner möchte mehr über Covid reden. Dennoch leiden immer noch sehr, sehr viele an den Spätfolgen wie Long-Covid, Post-Covid und auch diesem Post-Vac-Syndrom. Können Sie vielleicht erstmal uns erklären, wie unterscheiden sich diese drei Krankheitsbilder? Also die Unterscheidung von Long-Covid und Post-Covid ist schlicht und ergreifend ein zeitlicher Faktor. Hinter der oder nachgeschaltet nach der akuten Corona-Infektion kommt es zu einer Phase oder Impfreaktion kommt es zu einer Phase der, die nennen wir Long-Covid, die beinhaltet so ungefähr zeitlich gesehen 12 Wochen und alles, was darüber hinausgeht, ist dann tatsächlich, wenn es über Monate besteht, sprechen wir von Post-Covid. Beim Post-Vax-Syndrom ist es extrem schwierig, weil es bedarf einer sehr intensiven und detaillierten Laboranalytik, immunologischen und infektiologischen Analytik, um auszuschließen, dass tatsächlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließlich die Impfung an diesem Problem beteiligt ist. Und das macht es sehr schwierig, sehr aufwendig, und leider auch sehr teuer. Und Corona und die Probleme danach gibt es ja schon eine ganze Weile. Warum gibt es immer noch so wenige Anlaufstellen, speziell für Folgeschäden nach der Corona-Impfung? Oder sind es mittlerweile schon mehr geworden? Nein, also nicht meines Wissens nach. Es gibt, wenn man den WHO-Schätzungen folgt, gibt es Millionen von Geschädigten nach einer Corona-Infektion. In Deutschland wissen wir bis heute nicht ganz genau, wie viele Patienten wir letztlich durch eine Nebenwirkung der Impfung tatsächlich versorgen müssen. Das liegt an der eben genannten komplexen Diagnostik, die nur an einzelnen Stellen vorgenommen wird und manchmal leider auch nur auf ausdrückliches Drängen der Patienten vorgenommen wird. Was auch dazu führt, dass sowohl in der Ärzteschaft als auch in der Politik es zwar an einzelnen Stellen eine sehr große Akzeptanz gibt, aber nicht an allen Stellen. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, also diese Post-Vax-Syndrom ist so schwierig festzustellen, weil es natürlich, weil die Schäden eigentlich auch von einer Corona-Infektion kommen können. Also festzustellen, ob es, man kann nur feststellen, dass es tatsächlich eine Post-Vax-Syndrom ist, wenn es bewiesen ist, dass der Patient gar keine Corona-Infektion hatte. Ist das richtig? Ja. Ja, und absolut. Können Sie, und das ist ja. Und das ist mit zunehmender Zeit nach der Impfung und der hohen Wahrscheinlichkeit, sich dann doch zwischendurch nochmal zu infizieren, extrem schwierig. Wie viele Patienten betreuen Sie gerade? Wie sieht es aus in der Uniklinik Marburg? Also wir haben im Moment noch 10 bis 12 Patienten pro Tag, die wir durchschleusen neben unserem Standardpatientenklientel, wofür wir natürlich auch unsere Spezialsprechstunden haben und haben im letzten Jahr knapp 2500 Patienten gescreent, 650, die wir mehrfach gesehen haben, therapiert,
infektiologische Begleiterkrankungen, autoimmunologische Begleiterkrankungen behandelt. Die sind wir im Moment am wissenschaftlichen Aufarbeiten, um eine gewisse Clusterung der Patienten vorzunehmen, weil das, was wir ja in der Medizin haben, wenn wir eine neue Erkrankungsentität sehen, wir wollen natürlich wissen, warum tritt es bei dem einzelnen Patienten auf und warum tritt es bei dem anderen nicht auf. Diese Post-Vax-Syndrom-Patienten werden als die vergessenen Covid-Opfer bezeichnet. Finden Sie das richtig? Trifft das zu? Also insgesamt stellt man bei uns in der Bundesrepublik ja schon eine gewisse Müdigkeit diesem Thema Corona gegenüber fest. Es gilt sowohl die Post-Vax-Patienten als auch die Post-Infektions-, Post-Covid-Patienten nicht zu vergessen. Beide Patienten-Klientengruppen brauchen medizinische Hilfe, denn es sind in der Mehrzahl junge Menschen, die wieder zurück in den Arbeitsalltag müssen, weil sie ihre Lebensexistenz ansonsten verlieren werden. Und unsere Aufgabe gilt es, zu gewährleisten. Und wie kann man sich vorstellen, wie der Lebensweg jetzt eines Post-Vax-Syndrom-Patienten ist? Wie erleben Sie das? Was hören Sie da für Symptome? Also wir erleben bei diesen insgesamt, wir unterscheiden ja nicht mehr Post-Covid und Post-Vax. Für uns sind das Patienten, die haben Post-Covid, alle mindestens 12 Monate, im Mittel eher 18 Monate, sei es nach Infektion, sei es getriggert als Nebenwirkung der Impfung. Das sind Patienten, die teilweise hoch invalidisiert und sich nicht mehr bewegen können, geräuschempfindlich sind, lichtempfindlich sind, die in die Erkrankungsentität MECFS hineinrutschen. Das heißt, nicht nur Fatigue, sondern tatsächlich auch eine schwerste Invalidisierung ihnen droht. Und wir haben aber auch auf dem anderen Spektrum Patienten, die sich über die letzten 12 Monate doch deutlich regeneriert haben, die manchmal nur noch einen kurzen Rat von uns brauchen, vielleicht eine Idee, wie man wieder den alten Zustand herstellen kann. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum, was wir im Moment sehen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte im August 2021 die Impfung in einem Tweet noch als nebenwirkungsfrei bezeichnet. Wie bewerten Sie heute diese Aussage? Naja, ehrlicherweise wussten wir seit den Zulassungsstudien, dass diese Impfung nicht nebenwirkungsfrei ist. Das war von allen offengelegt worden, dass es hier Nebenwirkungen gab. Wir haben das engmaschig verfolgt, als wir angefangen haben, in unserem Bereich zu impfen, auch weil wir wissen wollten, was die Probleme sind, in die wir hineinlaufen. Wir haben das Ganze begonnen zu dem Zeitpunkt, als wir parallel die ersten Corona-Patienten nach Infektionen von unseren Intensivstationen entlassen haben und haben diese Patienten ganz akribisch auch nachverfolgt, sodass wir schon sagen können über die letzten 2 Jahre, dass da sehr viel Parallelität herrscht, eine sehr hohe Schnittmenge zwischen den Post-Covid-Nach-Impfungen und den Nebenwirkungen, was ja auch tatsächlich Sinn macht, denn wir haben hier ein bis auf wenige Basenpaare identisches Antigen für die Impfung verwendet. Wenn man beurteilen möchte, wie man mit der Impfung umgegangen ist, dann möchte ich immer wieder ein sehr differenziertes Herangehen anmahnen. Denn die Entscheidungen, die man vor 2 Jahren getroffen hat, sind Entscheidungen, die vor 2 Jahren getroffen wurden mit dem Wissen von vor 2 Jahren. Und das Gleiche gilt auch mit dem, was wir vor einem Jahr noch angenommen haben oder was auch vor einem Jahr noch vertreten wurde. Und als Mediziner ist man da wahrscheinlich etwas vorsichtiger, wenn es um den Fingerzeig geht, weil manchmal müssen sie entscheiden und haben nicht alles Wissen zusammen, was sie möglicherweise brauchen.
Deutsche Beschäftigte etwa in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mussten bis März 22 eine Corona-Impfung nachweisen, wenn sie dort weiter arbeiten wollten. Das hatte der Bundestag im Dezember 21 so beschlossen. War dieser Beschluss trotz der auftretenden Nebenwirkungen, die ja bekannt waren, wie Sie sagen, in zunehmenden Fällen, aus Ihrer Sicht dann trotzdem richtig und vertretbar? Im Moment würde ich das noch absolut bejahen. Es ging um den Schutz der Schwächsten, nämlich der Patienten auf den Intensivstationen. Und wir haben ja uns alle selber auch, und ich möchte das auch nochmal herausstellen, also ich war am zweiten Weihnachtstag, als die ersten Impfstoffdosen kamen, fleißig dabei und habe mitgeimpft. Für die Menge an Impfstoffdosen, die wir im Moment sehen und die angenommenen Nebenwirkungen, die wir annehmen, sind wir weiterhin in einem Bereich von wenigen Promille. Das ist für den Einzelnen natürlich hochdramatisch und Sie können sich vorstellen, dass man nicht unbedingt gerade beglückt angeschaut wird, wenn man eine solche Äußerung tätigt. Aber wir haben 192 Millionen Impfdosen, Stand vor 4 Wochen verimpft in Deutschland. Das sind natürlich angenommen dann doch wieder relativ viele Patienten, um die man sich zum Schluss kümmern muss. Es ist die Verantwortung einerseits für Gesellschaftsgruppen, wenn man impft, auf der anderen Seite auch Verantwortung für diejenigen, die potenzielle Nebenwirkungen erleiden. Also die Corona-Impfung hat aus Ihrer Sicht das Risiko für Long und auch für Post-Covid, Post-Vac-Covid dann eigentlich tatsächlich trotzdem verringert? Sie hat vor allem die schwersten Verläufe verhindert. In der ersten Phase der Pandemie. Was wir jetzt sehen, ist, dass mit den zunehmenden Mutationen, auch unter Omikron, es einen eher milderen Verlauf gibt, aber die Anzahl an Long- und Post-Covid-Patienten eher steigend ist. Sodass wir auch jetzt immer noch sagen könnten, auch wenn wir keine Erfassung haben, aber das, die Spekulation ist, dass wir immer noch sehr, sehr viel Gutes tun, wenn wir tatsächlich geimpfte Patienten vor uns haben. Die Symptome bei Post-Covid und bei Post-Vac sind extrem vielfältig, wie wir wissen. Warum ist das eigentlich so? Warum dieses wahnsinnig breite Spektrum an Symptome? Das ist eine 100.000-Dollar-Frage. Die würde ich auch gerne Ihnen klar beantworten. Das Problem liegt in dem Patienten an sich und es liegt in dem System, was betroffen ist, nämlich das Gefäßsystem, was je nachdem, wie es gestört wird, entweder im Kopf, in den Brustorganen, im Bauch, die buntesten Symptome auslösen kann, bis in die Großzehe rein. Und inwieweit können Sie und Ihre Kollegen denn inzwischen die Ursache für die Symptome eingrenzen? Inwiefern sind wir da inzwischen schlauer über diese 2 Jahre, Ihrer Meinung nach? Also es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen, die sich mit den sogenannten Pathomechanismen von der Impfung, von dem Antigen beschäftigen, von dem Spike-Protein, der Wirkung des Spike-Proteins im Organismus beschäftigen. Was sowohl auf die Impfung als auch auf die Infektion zielt. Wir haben eine relativ gute Idee davon, wo die einzelnen Probleme liegen. Dass die Schwierigkeit ist nur, das in einer Art gemeinsamen Therapieansatz in großen Studien zu prüfen. Im Prinzip müssten Sie jetzt viele klinische Studien mit bekannten, das heißt sogenannte refurbished medication, als auch mit neu zu entwickelnden Therapieformen in einem Studienansatz doppelblind, randomisiert austesten. Und wenn Sie das sagen können, welche Symptome verschwinden nach einiger Zeit bei den Betroffenen wieder und welche machen auch nach längerer Zeit noch Probleme?
Auch das ist extrem schwierig zu sagen, vorherzusagen. Sie haben einen Patienten, der kommt heute mit den Symptomen, morgen mit anderen Symptomen. Mhm. Es geht eher um Symptomenkomplexe, haben die verschwinden die neurokognitiven Störungen, das heißt alles, was sich um Migräne, Kopfschmerzen, Brain Fog, aber auch Augenproblematiken, Gehörproblematik betrifft. Oder gibt es die Herz-Kreislauf-Probleme, Herzrasen, Kreislauf-Dysfunktionen, sprich Patienten, die auf einmal nicht mehr stehen können, weil ihnen der Kreislauf wegsackt? Gibt es Magen-Darm-Probleme und dann die große Gruppe an Muskelschwächen und Nervenschädigungen, die bei so vielen Patienten vorliegen, die uns immer noch vor ein großes Rätsel stellen? Mhm. Wir hören immer wieder von gravierenden Folgen, also etwa wie Lähmungen oder Nervenschäden. Gibt es da schon neue Erkenntnisse oder sogar Therapieansätze für Patienten mit solchen Beschwerden? Es gibt einzelne Therapieversuche. Im Moment ist sehr viel in der Erprobungsphase. Es wird konzertiert, natürlich versucht, einzelne Patienten zu bündeln. Das sogenannte Clustern von Patientenkollektiven spielt eine ganz große Rolle. Ich hatte es eben schon angewendet. Wir selber versuchen unsere ja mittlerweile mehreren tausend Patienten mit Hilfe einer KI auf unterschiedliche Details hin zu untersuchen, auch um zu sagen, diese Patienten entwickeln sich in eine bestimmte Richtung, andere in eine andere Richtung. Hier müssen wir eher darauf aufpassen. Das können Sie gar nicht mehr alleine als Arzt überblicken. Also KI wird sehr viel natürlich fortschreitend dann im Einsatz sein in diesen Analysen, nehme ich an. Fühlen Sie und Ihre Kollegen sich denn von der Politik ausreichend unterstützt, besonders was Gelder für weitere Forschung angeht? Und wie schwierig gestaltet sich diese Forschung überhaupt zwischen den verschiedenen Gruppen? Also die wissenschaftlichen Gruppen an den Universitätsklinikern, nehmen wir Würzburg, nehmen wir die Charité, nehmen wir Marburg, nehmen wir Erlangen und München. Wir wissen, was wir tun und wir versuchen uns so gut es geht, nicht abzugrenzen, sondern unterschiedliche Bereiche abzudecken. Mhm. So ist meine Wahrnehmung dazu. Wir telefonieren miteinander, haben ja auch gemeinsame Konsensus-Statements verfasst, die auch im Deutschen Ärzteblatt dann erschienen sind. Aber Wissenschaft braucht Zeit und vor allem Grundlagenwissenschaft, die dann auch auf Patienten zu übertragen ist, sogenannte translationale Forschung, braucht noch mehr Zeit und braucht viel administrativen Aufwand, weil sie wollen natürlich nichts verschlimmbessern, wenn sie Patienten in einer neuen Therapieform behandeln wollen. Und dann müssen sie wieder Patienten selektieren. Das heißt, das, was mein Credo vor vielen Monaten schon war, 10 Zentren im Rahmen einer Art Exzellenzprogramms für Post-Covid-Patienten vernetzt für eine bestimmte Zeit in Deutschland an den universitären Zentren auf die Füße zu stellen, diese digital zu vernetzen und daraus ein großes Post-Covid-Institut zu machen, was sich genau dieser Therapie widmet, das wäre ein erster Ansatz, wie man tatsächlich die Patienten erfassen kann. Jetzt haben Sie mich gefragt, wie die politische Akzeptanz ist. Gerade in den letzten Wochen erfahren wir doch von vielen, auch in hohen Verantwortungspositionen tätigen Politikern, sehr viel Akzeptanz. Aber der Prozess dieser Akzeptanz in wissenschaftliches Fördermittel umzusetzen, der ist ein wahnsinnig langsamer in Deutschland und das macht die Betroffenen so ungeduldig, das macht Wissenschaftler unzufrieden und in dieser Gemengelage befinden wir uns im Moment gerade. Und Sie haben das gerade gesagt, natürlich gute Forschung braucht Zeit, aber warum ist dieser Prozess so langsam? Also ich nehme an, die Betroffenen fragen sich sehr oft, was könnte die Forschung denn noch richtig beschleunigen? Also ehrlicherweise hat ja keiner von uns ein Post-Covid-Labor zur Hand gehabt, als wir uns damit beschäftigt haben. Wir kommen von der Seite der Gefäßschädigungen in Marburg und haben uns von vornherein auf Gefäßschädigungen durch
Impfung durch Infektion konzentriert. Die Kollegen an der Charité beispielsweise kommen aus der immunologischen mit ihrer immunologischen Expertise und konzentrieren sich darauf. Und die Grundlagenforschung auf eine solche Problematik hin auszurichten, bedeutet, dass sie anfangen, ganz langsam laufen zu lernen, wissenschaftlich gesprochen. Und das braucht schlicht und ergreifend Geld und Manpower. Manpower würden Sie wahrscheinlich noch relativ schnell kriegen. Bei Geld ist es extrem schwierig, weil wir einen laufenden Betrieb, beispielsweise mit Gefäßforschungsanträgen der Deutschen Forschungsgesellschaft oder des BMBF haben. Und so ein Antrag braucht schlicht und ergreifend von Antragseinreichung bis zur Genehmigung mindestens mal ein Jahr. Vor einem Jahr waren Sie optimistisch, dass die Ursachen für Post-Vac binnen wenigen Monaten gefunden wird. Wie optimistisch sind Sie heute, Herr Schiefer? Naja, ich bin ein von Haus aus optimistischer Mensch. Ich glaube immer noch, und es gibt auch hervorragende Ansätze darüber. Also meinen positiven Ansatz in der Forschung, den können Sie mir jetzt nicht nehmen, bloß weil es mal 2 Monate länger dauert. Dafür bin ich tatsächlich schon etwas zu lange in der Wissenschaft tätig. Aber es ist tatsächlich so, dass wir nicht mit diesen vielen Hürden und Verzögerungen gerechnet haben. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und manches Mal nicht verzweifelt, aber doch etwas ratlos sind, ob der sich doch so lange hinziehenden Genehmigungsverfahren. Also es gibt einiges zu tun und wir behalten natürlich diese Thematik im Blick. Herr Schiefer, wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.